begrüße euch zum dritten Teil von Secret World mit meinem Söldner. Mainwaffe, Gewehr, zweite Waffe ist Faustkampf und damit kann er alles Mögliche. Also im Insgesamten kann er heilen und macht wohl mittleren Schaden. Damit wahrscheinlich auch nur mittlere Heilung. Aber das hatte ich mir auch so ausgesucht. Wir sollen jetzt hier in diese verlassene Anlage, so ein Atombunker oder sowas, sollen wir rein. Und da dürfen wir. Wir können ja auch draußen stehen bleiben. Und hier die Minen sollten wir nach Möglichkeit nicht berühren. Ansonsten knallt es. Ja. Der Explosionsknall, der ist jetzt nicht so dramatisch krass. Also es wundert mich schon ein bisschen. Gucken wir mal, ob das hier lauter ist. Nö. Also die poppen oder pupsen oder keine Ahnung, sind auf jeden Fall so Panzerminen. Ja. Ist halt so eingestellt. Ja, und dementsprechend watschen wir durch Lebenspunkte, die heilen sich automatisch. Es sei denn, ich falle in eine Mine. Super, echt. Und jetzt freigeben. Was heißt das jetzt? Jetzt freigeben? Heißt, ich sitze auf dem Friedhof oder was? Von vorne wieder loslaufen? Nein. Also von hier aus. Gut. Was haben wir denn hier oben eigentlich? Also muss dann erst freischalten. Okay, also wir probieren das jetzt mal hier ohne zu sterben. Und das hier ist... nicht gegen die Laser kommen. Okay. Ja, krass. Oh, jetzt müssen wir hier versuchen. Wir drücken jetzt erstmal hier auf diese Konsole und... na toll. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt hier von Leiche zu Leiche springen. War anscheinend nicht so der Fall. Ja, wie gesagt, wo die Katze... Achso, den habe ich damit... Alter! Aha! 3-6... Wie liegt da? 3-6-9-1. Sie haben eine schöne... Ja, genau, das haben wir. Bildanzeigen... Drücken um die Mission zu öffnen. In diesem Fenster können Sie einen Blick auf die von... Ja, genau. Achso, dann ist dieses Bild da drin. 3691. Achso, das steht hier vorne drauf. Okay. So, gut, ich könnte mich jetzt hier mit ihm fortbewegen. Das ist ja natürlich auch edel gewesen. 3691. Okay. Und wenn ich jetzt einen falschen Code eingegeben hätte, wäre dann wieder losgelaufen oder was? Oh, jetzt habe ich zwei Gewehre hinten drauf. Mission abgeschlossen. Ah, jetzt habe ich hier wieder so eine Tasche bekommen. Und es ist wieder ein Talisman drin. Aber für oben. So eine Kette, Bauch-Talisman. Okay. Beeilung, wir haben nicht viel Zeit. Sollten wir nicht vorher den Rat von Venedig fragen? Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Was war das? Da kommt etwas aus dem Boden. Los, geh jetzt. Alter.
allem drauf, was geht. Müssen wir sterben, oder? Ich weiß es ja nicht. And be mindful of the voices they speak. Be mindful of the voices they speak the truth. Ach, aus dem Traum aufgewacht, okay. Interessant. Ja, wenn ich einen Screenshot mache, dann kommt immer das Pausenmenü. Ist leider etwas unglücklich. Ach, und jetzt lerne ich wahrscheinlich dann Faustkampf in so einem Traum oder was? Guten Tag, sind Sie... So wie es hier aussieht, ist die Frage irrelevant. Bienenproblem? Sowas kommt hier recht häufig vor. Ich repräsentiere eine Organisation in London. Eine sehr große Organisation mit weltweiten Filialen und Verbindungen zu jeder Regierung. Das heißt, wir betrachten uns eher als stillen Partner. Wir ziehen Fäden, dicke Fäden. Premierminister, Präsidenten, Könige... Es kommen dunkle Zeiten. Die Welt ist in Aufruhr und wir rekrutieren. Soldaten, Agenten, Abenteurer, Kreuzritter. Und wir haben viel zu bieten. Einen neuen Anfang, ein Netzwerk wie kein anderes. Unbegrenzte Ressourcen, eine fantastische Krankenversicherung und eine Methode, ihre unglaublichen Kräfte zu nutzen. Es mag eine große Veränderung sein, aber sehen Sie es mal so. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Sie wurden auserwählt. Ihnen wurden Kräfte gegeben, die die Fantasie der meisten sprengen. Sie können also ein Außenseiter in einer Welt sein, die nie verstehen oder akzeptieren wird, was sie sind. Oder sich anderen wie ihnen anschließen. Stellen Sie sich der nahenden Finsternis entgegen. Und machen Sie eine Reise ins Unbekannte, zu verborgenen Orten, in die geheime Welt. Die Entscheidung, wie wir so gerne sagen, liegt bei Ihnen. Aber ich warne Sie. Ihre wachsenden Kräfte werden viel Aufmerksamkeit erregen. Und nicht jeder ist so entgegenkommend wie wir. Alleine werden sie leichte Beute sein. Sie halten keine Woche durch. Das bringt sie dorthin, wo sie hin müssen. Es sind Anweisungen drin. Benutzen sie es oder nicht, ganz wie sie wollen. Wir sehen uns nicht wieder. Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Übrigens, unsere Organisation heißt die Templer. Schon von uns gehört? Es gibt uns schon eine Weile. Guten Tag. Ja, guten Tag. Das sind die von einer von drei, wo wir uns am Anfang für entschieden haben oder entschlossen haben, mit denen zu gehen. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis dürfen Sie nicht durch. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es ist... Ist schon gut. D.I. Shelley. Alles okay. Tun Sie uns einen Gefallen und wedeln Sie nicht mit diesem Brief rum. Die Jungs an den Sperren sind nicht informiert. Sie glauben, es handle sich um erhöhte Alarmbereitschaft nach dem Terroranschlag in Tokio. Aber mir ist Bürokratie egal. Mir geht's um Wahrheit. Das geheime London. Was eine Schabracke, ey. Ich würde sagen, Sie wissen hoffentlich, worauf Sie sich einlassen. Aber Sie haben keine Ahnung. Selbst ich mische mich so wenig ein wie möglich. Zum Schutz der normalen Leute.
Schauen Sie Nachrichten. Die Sache in Tokio? Genau sowas passiert, wenn die neuen Leute die Kontrolle verlieren. Nicht hier. Nicht mit mir. So läuft's. So lautet der Deal. In Aldwick können Sie sich sicher fühlen. Besuchen Sie einfach einen der Propheten bei der U-Bahn-Station. Dort erfahren Sie mehr über das, was Ihnen bevorsteht. Zur Vorbereitung. Mein herzlichstes Beileid. Hä? Da fahre ich jetzt zu jeder Mission mit der U-Bahn oder was? Gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um und gucken mal, was hier los ist. Was ist das? Es ist ein Riss in der Zeit. Die Monster kommen. Was ist es? Was ist es? Was ist das? Lernen. Morning Light. Ihre Plakate und... Nee? Gedenktafel. Okay. K? L? Da, Monster kämpfen. PvP, Bosse, 49 Bosse, Aktivitäten, Missionen, 73, okay. Sturmgewehr freischalten, Söldner. Monster. Na okay. Nur so ein paar, 300, ja. Ja, ich sag mal was. Lernen, wieder das. Ja, das ist, glaube ich, Lernen heißt halt einfach alles nur, aber das ist, glaube ich, einfach nur Informationssammlung. Kommt, teilt den Tisch mit mir. Na, dann kannst du eigentlich hier mit den Leuten reden. Ich bin nur ein fahrender, törichter Ritter, dessen Schwerthand von den Dornen der Minne zerstochen ist. Wahrlich, ich habe alle umworfen. Ich weiß nur nicht, wie weit das hilfreich ist im späteren Verlauf, dass du die Leute ein bisschen kennengelernt hast. Ich bin ja mal gespannt, wie das ist so hier mit besser werden, Skillbaum und so. Ah, hier. Hä? Ah, benutzen. Ah, guck, kannst dich hinsetzen. Guck mal, M hier? Ja, Map. Map haben wir. London. Zum Tabula Rasa. Nö, wollen wir nicht. Wir wollen gucken, was hier steht. Und zwar, sie wurden von den Templern rekrutiert. Einer alten, mächtigen Geheimorganisation. Bei der Anwerbung wurde gesagt, man könne ihnen helfen, mit ihren neuen, wilden, ungewohnten Kräften zurechtzukommen. Sie sollen die Propheten auf der Straße finden. Da ist wahrscheinlich dann da hinten das Zeichen. Ja. Ja, oben auf der Minimap sieht man es auch. Tatsächlich ein kleiner blauer Pfeil in die Richtung. Dann müssen wir da wohl hin. Zu spät, um mit dem Recycling anzufangen. Auf Raves zu gehen, um die Gorillas zu retten. Um die Anansi-Aktien abzustoßen. Ein Sturm zieht auf. Richtig heftig. Schützt eure Glashäuser mit Farbe! Ihr müsst ihm das nicht glauben. Das ist eine Warnung von der Sonne. Sie sagt, sie sei alt und müde und habe Angst vor dem Tod. Sie sagt, ihr habt zu lange gelebt wie junge Götter.
Verzogene Kinder, die sich nur was wünschen müssen und schon kriegen sie's. Nun, diese Zeiten sind vorbei. Und zwar ein für alle Mal. Tut mir leid. Ich zeige euch, wie alles ablaufen wird mit einer nicht unbedingt verlässlichen Geschichte. Eine Vision der Zukunft. Das könnte euer Glückstag sein. Der morgige Tag und alle danach eher weniger. Ein heißer, feuchter Tag. Schon mal bemerkt, dass die Apokalypse immer an einem feuchten Tag kommt? Es riecht nach warmer Luft und abgestandener Pisse. Die Atmosphäre ist elektrisch. Und ich meine wirklich elektrisch. Überall sprühen Funken. Und eure Haare stehen ab. Eine Stimme über die Lautsprecher, die ihr nicht hört. Alles juckt. Dann kommt das schwarze Signal. Licht aus. Aha. Krass. Alles abgeriegelt. Kaidancho, alles. Vom Park bis zum Orochi Tower. SDF-Quarantäne. Das ist gut für Tokio, aber schlecht für uns. Ich dachte, die Drachen lieben das Chaos. Mir wurde gesagt, die Illuminaten hätten alle Antworten. Von wegen Bombe. Es ist nie nur eine Bombe. Etwas Schlimmeres, das den Schmutz mitgebracht hat. Also Kampf. So machen wir Templer das. Ich mag gute Kämpfe, aber diese Hose ist aus verdammtem Samt. Sarah! Gaia sei Dank! Hä? Ich bin eine Frau. Die glauben, ich wäre eine Frau, deswegen war ich gerade so am Blinken. Gut, dann wissen wir Bescheid, wie das hier weitergeht. Ich als Frau mal wieder. Diesmal aber zum Glück nicht schwanger. Schauen wir sie mal an. Vor allen Dingen mit diesem Gruselzeug. Eieiei. Ich hab voll die Seuche hier. Gut, wir sehen uns. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.